Das Europa-League-Finale steht vor der Tür. Alle Ski-Alpin-Rennen in Nordamerika sind abgesagt. Und Team ist bereit für den Tennis-Neustart in New York. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen im KRONE.at-Sportstudio. Ein spannendes Duell steht heute allen Fußballfans bevor. Das Europa-League-Finale geht um 21 Uhr in Köln über die Bühne. Dabei will sich Sevilla den 6. Europa-League-Titel holen und somit Spaniens Europa-Ehre retten. Atletico, Barcelona und Real Madrid sind ja bekanntlich schon aus der Champions League ausgeschieden. Zum ersten Mal seit 13 Jahren war damit kein spanischer Club im Halbfinale der Königsklasse vertreten. Sevilla hingegen spielte sich souverän ins Europa-League-Finale. Die letzten 20 Pflichtspiele absolvieren sie ohne Niederlage. Ganz einfach wird es für die Spanier dennoch nicht, denn auch ihr Gegner Inter Mailand hat eine erfolgreiche Saison hinter sich. Erst am Montag gewinnen sie im Halbfinale gegen Schachtja Donetsk mit 5:0. Außerdem kassieren die Italiener in den letzten 7 Pflichtspielen nur einen einzigen Gegentreffer. Es steht uns in jedem Fall ein spannendes Spiel bevor. Mit dabei sind sie heute wie immer im Live-Ticker auf krone.at. Wie schon vor einigen Tagen berichtet, ist es nun offiziell. Valentino Lazzaro wechselt mit sofortiger Wirkung zum deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der ÖFB-Legionär wird von Inter Mailand mit einer Kaufoption über knapp 20 Millionen Euro ausgeliehen. Trainer Marco Rose hat den Wechsel von Inter zu Mönchengladbach schon am Dienstag bestätigt. Lazzaro sei ein toller Fußballer, er erkenne Räume, er hat eine hohe Dynamik, schießt Tore und kann verteidigen. So schwärmt der ehemalige Red Bull Salzburg-Trainer. Dort war Lazzaro ja schon ein ehemaliger Schützling von Rose. Bei den Fohlen soll er auf der rechten Seite defensiv wie offensiv eingesetzt werden. Lazzaro steht bei Inter noch bis 2023 unter Vertrag und war zuletzt an Newcastle United verliehen. Gestern gibt der Internationale Skiverband bekannt, dass die traditionelle Alpin-Weltcup-Tournee in Nordamerika wegen der Corona-Pandemie auf Eis gelegt wird. Die ab November geplanten Rennen in Killington, Lake Louise und Beaver Creek können nicht stattfinden. Alle Rennen sollen stattdessen an anderen Weltcup-Orten im weiteren Saisonverlauf in Europa ausgetragen werden. Val d'Isère übernimmt zum Beispiel ein weiteres Herrenwochenende, die Damen sollen eine zusätzliche Abfahrt in St. Moritz fahren. Die Fixierung des Kalenders durch den FIS-Vorstand ist für 3. Oktober angesetzt. Eine ist von diesen Neuigkeiten besonders enttäuscht. Michaela Schifrin postet gestern ein emotionales Video auf Instagram, in dem sie ihre Enttäuschung zum Ausdruck bringt. Sie verstehe zwar, dass die Dinge wegen Corona abgesagt werden müssen, aber trotzdem sei sie traurig und enttäuscht. Immerhin ist Killington ihr Lieblingsrennen. Sie wird es vermissen. Aber sie vergisst nicht, auch das Positive zu betonen. Es wird sich unglaublich anfühlen, nächstes Jahr wieder die Dinge zu tun, die wir alle lieben. Und dann hoffentlich mit ein bisschen mehr Normalität. So die 25-Jährige. Endlich geht unser Weltranglistendritter wieder auf Punktejagd. 2 Wochen nach den Damen startet nun auch bei den Herren endlich wieder der Tennis nach der Corona-Pause. In New York steht ab Samstag das ATP Masters 1000-Turnier auf dem Programm. Ab 31. August folgen dann die US Open. Dominic Thiem hat beim Neustart auf der ATP-Tour in der ersten Runde ein Freilos. In der zweiten trifft er entweder auf den Serben Filip Krajinovic oder auf einen Qualifikanten. Um den Einzug ins Viertelfinale könnte Thiem auf den Bulgaren Grigor Dimitrov treffen, den Halbfinalisten der US Open 2019. Der 26-Jährige kann dem Comeback jedenfalls zuversichtlich entgegenblicken. Er ist topfit und ließ in den letzten Monaten keine Chance ungenutzt, um sich auf das Comeback vorzubereiten. Das waren die wichtigsten Themen des heutigen Tages. Damit verabschiede ich mich von Ihnen ins Wochenende und wünsche Ihnen einen schönen und sonnigen Freitag. Bis nächste Woche im KRONE.at Sportstudio.